Gemäß DIN VDE 0100 Teil 310 gehört das IT-System zu den Netzformen in der Stromversorgung. In begrenzten elektrischen Anlagen mit eigenem Transformator oder Generator, wie zum Beispiel als Ersatzstromversorgung bei Einsätzen der Feuerwehr, sind IT-Systeme zulässig. Vorgeschrieben sind IT-Systeme für Einrichtungen in Intensivüberwachungsstationen, in Operationsräumen, in Hüttenwerken und im Bergbau. Im IT-System ist eine Isolierung gegen das Erdreich vorhanden. Oder der Sternpunkt der Stromquelle ist über eine hohe Impedanz geerdet. Im Erd- oder Körperschlusssituationen im IT-System fließt ein sehr geringer Fehlerstrom. Damit erfolgt bei einer Fehlersituation im IT-System keine Abschaltung der Stromversorgung. Der Isolationszustand der elektrischen Anlagen wird durch ein Isolationsüberwachungsgerät dauernd kontrolliert. Das Überwachungsgerät ist zwischen den Außenleitern und dem Erdreich geschaltet. Beim Auftreten des ersten Fehlers im IT-Netz können wir eine optische und akustische Fehlermeldung am Überwachungsgerät hören und sehen, ohne dass die elektrischen Anlagen abgeschaltet werden. Bevor ein zweiter Fehler auftritt, muss der erste Fehler so schnell wie möglich beseitigt werden. Denn beim zweiten Erdschluss ohne Beseitigung des ersten Fehlers erfolgt die Abschaltung der elektrischen Anlagen.